Wir sind in Döbeln bei Leipzig. Auch hier ist Europawahlkampf. Und nach Europa will jetzt auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Frau mit dem derzeit wohl längsten Namen in der Politik. Ich kandidiere wirklich. Okay. Es ist echt. Man kann mich wählen, Leute. Aber nicht nur wählen, sondern man kann sie auch anders glücklich machen. Seit wann verrate ich denn, was ich gerne esse? Ist doch gelogen. Und kann jetzt? Kann ich gar nicht leiden, ist ja ekelig. Reporter Benny Stark ist im Wahlkampf als Beobachter unterwegs. Er will wissen, warum die Wahl so wichtig und leider auch so hart ist. Denn immer wieder kommt es zu Gewalt und Eskalation. SPD-Kandidat Matthias Ecke wurde Anfang Mai von 4 Jugendlichen beim Plakatieren krankenhausreif geschlagen. Die Folge: mehrere Tage Krankenhaus und Gesichtsoperation. Vorneweg, und das darf und muss erlaubt sein, die wichtigste Frage: Wie geht's dir aktuell? Alles wieder gut? Bist du fit? Ja, ich bin fit. Ich bin wieder eingestiegen in die Kampagne. Habe natürlich ein bisschen durchschnaufen müssen, okay. Weil es schon ein harter Angriff war. Ja. Aber ich habe extrem viel Unterstützung und Solidarität bekommen. Das hat mir natürlich Kraft gegeben. Und deswegen fühle ich mich jetzt gut, hier wieder dabei zu sein. Wurden 2019 noch ca. 1400 Politiker angegriffen, waren es 2023 fast doppelt so viele, mit 2790. Wenige Wochen nach der Tat steht der 41-jährige Politiker jetzt wieder auf dem Marktplatz. Hat man Angst vor neuen Angriffen? Ich sehe jetzt auch hier keinen Personenschutz. Hast du das abgelehnt? Sagst du, nee, also wenn wir dahin kommen, dann höre ich auf mit Politik? Sag mal so, wie ist das aktuell? Nee, für meine Sicherheit ist gesorgt. Ist alles okay, wir stehen im Austausch mit den Behörden. Mhm. Aber es geht ja hier um was, ne? Wir haben am 9. Juni Kommunalen Europawahl. Da geht es wirklich auch darum, in welche Richtung steuert unser Europa. Und ich werde mich da jetzt nicht verstecken. Eine Entscheidung, die Bewunderung verdient, aber sicher nicht einfach war für den Vater von 2 Töchtern. Ja, man ist ja in der Politik, weil man Gesellschaft verändern will. Ja. Und das zeigt ja, was passiert ist. Das zeigt ja, dass wir einen weiten Weg vor uns haben. Mhm. Ecke sitzt seit 2022 im Europaparlament und ist ein Verfechter der EU. Kritiker sagen, die EU ist kompliziert, ist Bürokratie und schadet Deutschland. Bei solchen Aussagen verfällt der SPD-Mann in den Wahlkampfmodus. Was fällt dir da ein? Ja, also wir exportieren extrem viel in andere EU-Staaten. Ohne die EU gibt es 100.000 verschiedene Regelungen. Der Export wäre viel niedriger und das würde wahnsinnig viel Arbeitsplätze kosten, also angeblich so 2,5 Millionen. Und wir würden auch hier in Sachsen in die Massenarbeitslosigkeit der 90er zurückfallen. Und weil das keine demokratische Partei will, kämpft auch die CDU um jede Stimme. Nina Moggerdam ist in Düsseldorf. Hier ist Wahlkampf Endspurt. Gerade auf der Bühne der Generalsekretär der CDU in NRW, Paul Ziemiak. Denn es geht um viel, es geht um die Zukunft Europas. Den will Nina nicht stören. Schließlich ist sie verabredet mit Johannes Winkel, dem Vorsitzenden der Jungen Union. Ich würde gerade auch noch kurz zuhören. Dann lässt Nina ihn kurz zuhören und trifft derweil Sarah Czyzanowski von der Parteibasis, die trotz Baby aktiven Wahlkampf macht. Also ich meine, ich weiß ja selber als Zweifach-Mama, wenn man so ein kleines Baby hat, das ist alles anstrengend. Trotzdem sagen sie, nee, die Zeit nehme ich mir und bin heute hier und mache mit. Ich hatte zum Glück einen wahnsinnig tollen Mann, der nicht Mitglied der Partei ist, aber der die Werte der Partei wahnsinnig unterstützt und auch mich unterstützt. Und deshalb können wir das machen. Genau. Okay, aber dann müsste er doch auf das Baby aufpassen, damit Sie in Ruhe die Flyer verteilen können. Tatsächlich hat er schon den Vormittag übernommen, weil da war ich schon an einem anderen Infostand. Und paritätisch aufgeteilte Familienzeit ist auch irgendwie bei. Jeder darf mal ein bisschen Freizeit haben. Und dann fällt Nina das besondere Shirt von Sarah auf. So, und weiß jetzt Ihr Mann, dass Sie ein Verhältnis mit der EU haben? Der hat hoffentlich selber eins mit. Zurück zum Vorsitzenden der Jungen Union, der auch voll im Wahlkampfmodus ist. Warum ist es so unfassbar wichtig, dieses Jahr zur Europawahl zu gehen? Weil wir, glaube ich, sehen, dass die antieuropäischen Kräfte ganz massiv an Zuwachs gewinnen. In Europa generell, in anderen Ländern. Aber eben auch in Deutschland, wo die AfD wahnsinnig Stimmung macht gegen Europa. Und ja nicht für Deutschland, sondern in Wahrheit für China und Russland arbeitet. Und das ist eine Sache, die eigentlich völlig unglaublich ist. Und deswegen hoffe ich, dass die AfD ziemlich auf die Schnauze fliegt. Harte Vorwürfe. Jedoch wächst tatsächlich vor der Europawahl die Sorge vor russischer Einflussnahme. Pro-russische Internetplattformen sollen Propaganda in der EU verbreiten. Und sogar von Geldzahlungen an europäische Politiker ist die Rede. Versuchen Sie, die Menschen zu überzeugen, dass es eben wichtig ist, wählen zu gehen?
indem wir darüber sprechen, was für viele selbstverständlich ist, dass wir in Frieden, in einer Demokratie leben, dass wir mit allen unseren Nachbarländern befreundet sind. Für viele ist das ja selbstverständlich. Aber dann zu sagen, damit das auch so bleibt, musst du zur Wahl gehen, musst deine Stimme abgeben, damit die Extremisten nicht stark werden. Nina reicht das nicht. Sie will, dass Politiker wie der 38-jährige Paul Ziemiak konkret werden. Das klingt immer sehr allgemein. Meinen Sie nicht, dass die Menschen so ganz bestimmte Beispiele brauchen, damit es greifbar ist? Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Konkrete Beispiele, und da will ich eins machen. Wenn wir über Sicherheit sprechen, dass wir uns verteidigen können, schauen Sie sich mal an, was los ist in der Ukraine nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Wir müssen uns doch verteidigen können. Da sind wir in Europa gemeinsam stark. Und wenn wir uns auf dem Weltmarkt behaupten wollen, auch gegenüber China, müssen wir doch mit einer Sprache sprechen. Und deswegen, zusammen geht es besser. Und das sind sehr konkrete Dinge. Damit die Bürger mehr mit Europa anfangen können, schickt die FDP die Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ins Rennen. Immerhin 62% halten diese für kompetent. Zu ihr geht Benny jetzt. Ich klopfe mal an. Im besten Fall sagt sie ganz freundlich herein. Sie sagt nichts, ich gehe trotzdem. Ja, herein. Na, da verstehen sich die zwei ja schon mal. Frau Strack-Zimmermann. Benny Stark, hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich. Und ich darf Sie direkt ein Stück weit überfallen. Ich habe gehört in einem Podcast, Sie mögen gerne Pommes mit Mayo, da bin ich. Das finde ich allerdings sehr cool, muss ich sagen. Was haben Sie denn für einen unseriösen Podcast gesehen? Seit wann verrate ich denn, was ich gerne esse? Ist doch gelogen. Kann ich gar nicht leiden, ist ja ekelig. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Frau mit dem derzeit wohl längsten Namen in der Politik und vielleicht auch den coolsten Wahlplakaten. Aktuell sitzt sie noch im Deutschen Bundestag und ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Und bei Pommes ist ihr eines wichtig. Sehr gut, getrennt voneinander. Ja, natürlich. Genau. Mayo extra. Es geht nichts, wenn die Soße so langsam in die Pommes fließt. Perfekt. Guter Mann. Das große Thema der Politikerin ist Krieg und Frieden und somit auch die Unterstützung der Ukraine. Benny will natürlich wissen, was genau sie jetzt nach Brüssel ins EU-Parlament treibt. Viele Leute würden sie ja schon gerne in Berlin behalten wollen, sehen wollen. Sagen Sie dazu mal was? Was ist da der? Ja, das freut mich erstmal, dass manche Leute wollen, dass ich in Berlin bleibe. Ich bleibe in Berlin insofern, ich bin im Präsidium der Partei. Insofern, für alle, die gehofft haben, dass ich weg bin, da-da, ich bin wieder da. Und für alle, die traurig sind, dass ich weg bin, versprechen, ihr werdet von mir hören. Seit 2017 ist die gebürtige Düsseldorferin Mitglied des Bundestags und will jetzt nach Brüssel. Was sagt die Familie? Die freut sich, weil ich ja so oder so nicht zu Hause bin. Also ich lebe ja in Düsseldorf und wenn ich in Brüssel oder Berlin ist denen ziemlich egal. Die wollen, dass ich fröhlich bin, dass ich gut ernährt werde, vor allen Dingen reichhaltig und gesund. Ja, okay. Funktioniert. Nein, die Wahl steht an. Ich bin seit 6. Januar unterwegs, treffe zu 80% unglaublich nette Menschen. Ob sie nett sind, weiß ich noch nicht. Der Anfang war gut. Wir sind bei 20% sind eine Herausforderung. Die nimmt Benny natürlich gerne an und versucht es ganz als aufmerksamer Gast in ihrem für den Wahlkampf angemieteten Büro. Gentleman-like, wie ich bin. Sagte sie, ein bisschen eine Fritte. Was zu trinken, mit ja, oder ohne? Nein, mit Bewegung, bitte. Mit Bewegung. Ohne nehme ich nur zum Zähneputzen. Ja. Und ob die beiden sich noch näher kommen, was der SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley wichtig ist und wie Nina beim Türwahlkampf der Jungen Union auf den Zahn fühlt. Ist das strange, wenn man so bei wildfremden Leuten klingelt und die gleich anquatscht? Man gewöhnt sich dran, ja. Das und mehr morgen bei TAF.